sieht aus, als würde Ratte die Wiesel einholen. Pass auf! Tschüssi! Oh nein! Nein, nein, nein! Das wagt ihr nicht! Oh, ihr Rüpel! Frechheit! Oh. Oh. Hilfe! Oh nein, Wasser ist nicht mein Ding. Entschuldige. Jetzt kann die Wiesel wohl nichts mehr aufhalten. Das wäre geschafft. Jetzt gehört seine Villa schon uns. Ratte, die Wiesel dürfen nicht gewinnen. Und wenn doch, dann wollen sie Villa Kröterich übernehmen. Für immer. Was? Diese Schufte. Aber ich komme leider nicht weiter. Nicht damit. Gut, ich frag Mauli. Warte hier. Ich habe ja wohl auch kaum eine andere Wahl. Eins, zwei, langsam habe ich den Bogen raus. Beeil dich! Ratte braucht deine Hilfe. Und Kröterich meine. Jetzt zählt es. Ratte braucht Hilfe. Eins, zwei, eins, zwei. Offenbar haben die Wiesel entschieden, den Fluss die ganze Arbeit machen zu lassen. Hä? Doch wer ist das? Da legt jemand einen Spurt hin. Ich komm schon, Kumpel. Mauli, ich bin so froh, dich zu sehen. Erlaubnis, an Bord zu kommen? Oh, unbedingt. Ich schaff das nicht allein. Und das hätte ich nie erwarten sollen. Entschuldige bitte. Aha! Weiter so! Zeigt diesen Wieseln, dass niemand den großartigen Kröterich besiegt. Und euch auch. Du kannst froh sein, dass du uns hast. An die Pumpen! Jetzt! Ruder weiter, Kumpel. Mir fällt gerade der leckere Limettensaft ein, den du gekauft hast. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt. Aha, für Limettensaft ist einfach immer Zeit. Den Korken brauche ich nicht mehr. Oh, was ist da los? Verlass das Schiff! Vielen Dank! Völlig verrückt. Aus dem Nichts überquert Kröterich zuerst die Ziellinie, dicht gefolgt von Mauli und Ratte. Ja!